Aber ich gehe da unten. Willst mich verarschen? Wieder hier. Ich hasse das hier. So scheiße kann das doch nicht sein. Den Tower muss ich ausschalten. Für die hier auf einmal aushalten. Nicht auf einmal, sondern schon länger, aber voilà. Nix da. Verdammt. Ich brauche Heilung. Vor allem wegen dem hier. Jetzt kommt. Was war das? Hat vor Schiss verschluckt. Und gespuckt. Was ist denn das hier? Ich verliere alles ab, was ich habe und mehr. Das Nachladen ist halt immer scheiße. Ein bisschen Heilung. Und schießen. Daneben schießen ist halt nicht so gut. Der überlebt halt ein ganzes Magazin. Das finde ich halt eher uncool. Kacke. Das ist hardcore, das Ding hier. Was der hier aushält, wenn der hinterm Stein steht. Gehst du mal tot. Meine Fresse, Nachladen in den ungünstigsten Momenten. Geht um. Wieder. Wo sind die Captain, die immer Alarm ruft?
die große Summe rausgeholt. Die große Summe, die was anrichten kann, steht hier. Wir müssen mal den ab. Hätten zum Entfernen. Verstärkung von unten. Na endlich. So gefällt mir das doch schon viel lieber. Geht's da um. So will ich das sehen. Will ich auch, ich dich auch. Na komm, trau dich. Komm hervor. Verbinde zum Nachladen oder wollen, okay. Und wenn ich schon wieder so großer kommt, dann brauchen wir das jetzt eher. Oh oh. Da ist die Munition, oder? Da auch bald, aber. Was soll es? Eine Ratze. Aha. Mehr Munition. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Schaut erstmal nach einer Sackgasse aus. Was soll denn der Spaß hier? Achso, hier sind wir weiter. Das war ein heftiger Marsch. Das sind wir nur von unten nach oben hier. Um hier an der Brücke anzukommen. Ja, relativ weit für hier. Hier geht's gleich weiter. Das war ja erst die erste Etappe. Als ob ich da so leicht drüber komme. Als ob da keine Drohne war, die mich aufgehalten hat. Sind die Drohnen alle? Habe ich die alle runtergeschossen? Das ist doch zu einfach hier. Ja, und hier geht's weiter. Na komm. Ich schaffe mal's ganz sneaky. Wäre zu viel gewesen, aber
komm. Ich muss die Drohne abschießen. So, hier durch. Das war ein Save Point. Ach, BJ. Gut, das war schon mal ein Hinweis, den er uns gesagt hat. Denk nach, BJ. Ich hab zugeguckt. So, du meinst. Und rein da. Hallöchen. Na ja, das war nicht so klug. Ach, das gleich nochmal. Denk nach, BJ. Und hier irgendwo Deckung. Hier ist nicht viel Deckung. Ein bisschen. Von oben werden wir geschossen. Hier müssen wir auch hin. Ja, hier geht's raus. Frische Luft. Ruf nach Paderborn. Oh, Kacke. Heilung. Doch erst die von oben abschießen. Dann die hier unten. Verdammt mich. Der letzte. Mehr oder weniger durchzurennen ist nicht. Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht hier in den Häusern. Ich verstehe auch nicht, was ich hier machen kann. Rüstungsverbesserung. Gibt's den Schalter, der die Tür offen öffnet? Von da nicht. Da ich nicht die Muße, mich umzugucken. Ach hier. Hoch hier. Du willst da keinen Schalter, um sich umzugucken. Und
gut, deine Drohne lebt noch. Verdammt mich. Das lief gar nicht gut. Hoffentlich gab es einen Checkpoint. Mehr oder weniger. Na komm, Drohne. Hol die Drohne vom Himmel. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und die Scheiße unten passiert noch. Müssen wir auch nicht ignorieren. Willkommen zu Wolfenstein. Da stehst du richtig, Drohne. Ach du Kacke. Das war blöd. Die Drohne ausschalten wäre ganz clever. Heilung gibt es hier keine. Ohne Heilung ist das hier ein bisschen blöd, ja. Bin ich hier schlecht. Ah. Drüben, wo ich am Anfang stand, gab es Heilung. Bin ich mehr oder weniger ausgeliefert. Ah je. Heilung irgendwo. Ach du Scheiße, wie soll ich den jetzt übernehmen? Da war Heilung. Ohne Munition bei denen. Kann das nicht gut gehen. Verdammt. Ah, wir haben einen Checkpoint hier. Habe ich die schon besiegt oder was? Kommt der Große noch? Da kommt er. Das war nicht so gut. Ich mich selbst in den Sackgasse begeben. Vielleicht lerne ich die mal zu werfen. Bombenschuss haben wir noch. Ein paar. Kann ich damit vielleicht was machen? Und dann komm her. Was überhaupt eine Wirkung hat. Ist nicht gut. Komme ich halt nicht mehr vor, wenn ich dann dahinter stehe.
Wie viel haben die noch? Nix. Sieht eigentlich erbärmlich aus. Insgesamt. Ich habe null Deckung. Bis auf hier. Da ist Heilung. Der geht da unten. Fantastisch. Und da nicht noch mehr kommt. Ich wusste es. Next. Da war ich nicht vorbereitet. Na komm! Aus Hundi. Böses Hundi. Da bräuchte ich irgendwo Heilung. Bin fast tot. Wie hält man den auf? What the actual fuck? Dann habe ich keine Munition mehr. Ja, ich stehe von der Portale. Ja, genau. Ich weiß nicht, mit wem ich glaube, mit den Großen, mit den mit Bomben könnte ich die aufhalten. Ich muss mal ein bisschen experimentieren. Beim nächsten Versuch. Jetzt bin ich so gut wie tot. Womit, mit welcher Waffe schieße, mit welchem Knopf schieße ich dann die Scheiße? Sag mal. Tastaturbelegung. Die ich noch nie genutzt habe. Nächste vorige Waffe. Nutzen Granatwerfen ist G. Warum ausgerechnet G? Nur weil da G Granate steht. Friss. Der bleibt aber nie bei der Granate. Das bringt deswegen nichts wirklich. Die Granaten sind nicht wirklich effektiv. Ah, da geht er down. Und da gehe ich down. Geil. Gehe ich da unten. Heilung. Und nach dem Hund gab es einen Checkpoint. Das heißt, ich gehe vielleicht jemand Deckung. Heilung. Ich habe eine bessere Idee.
Das ist noch wieder einfacher. Darf doch jetzt kein Problem mehr sein. Richtige Granaten. Und auf deinen ein Auto hochschießen zu können. Wird langsam knapp hier. Ein bisschen Heilung. Nein, liegt's nicht. Heilung wäre jetzt toll. Dann geht die Munition aus. Nein, Ruhe ist da noch nicht. Aber fast. Okay, hier geht's hoch. Oder auch nicht. Paderborner Brücke. Alter Schwede, ist das ein Schlachtfeld? Kurz durchschnaufen. So, ich komme. Rufe nach Paderborn. Undercover noch mal durch Stadt. Da wird das auch wieder zum Stadtfeld. Da wird das auch zum Schlachtfeld. Ja. Das sind wir in der Stadt. Willkommen in Paderborn. Ihm tun wir nix. Gibt's bestimmt auch ein Achievement für, aber nein, dem tun wir nix. Das Gasthaus. Da muss ich hin. Die Lilien singen im Mondschein. Aha. Ich bringe sie zu Herrn Kessler. Wie heißt du? Annette. Und Sie? William J. Blazkowicz, US-Militär. Nennt man Sie so? Mein Vater hat mich immer Billy Boy genannt. Ein bisschen Story. Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. Ohne Rumgeschieße. Name für einen erwachsenen Mann. Ach, manche nennen mich einfach BJ. Schon besser.
Danke fürs Kompliment.